Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen, wie gesagt, weiter. Viel Spaß mit der neuen Folge. Verliebst du dich in Tiere? Noch nicht, aber es könnte eher an deiner Gottseite liegen als an der Riesenseite. Oh. Bleibst mir ruhig rein. Verzeih. Scherz. Durch den Tunnel rechts, Jadla. Da wollen wir lang. Okay, machen wir das. Sackgasse. Na, sie kann doch zaubern. Ich liebe diesen Zauber. Er versteckt diesen Ort perfekt. Vielleicht bemerken Vater und ich darum keine Riesen, als wir hier waren. Kiste wird mitgenommen, natürlich, Freunde. So, übrigens, Freunde, gerne mal eine Bewertung da lassen für das Video. Bisschen supporten hier. Oh, warte, direkt wieder runter, habe ich zu spät gesehen. Galva. Mensch, sag mal. Oh, wow. Da ist doch etwas aus der Muschel Das gefallen. ist ja das erste Mal, dass wir es geschafft haben, ja, tatsächlich. Also, das ist diese Seele in deinem Messer. Eine was? Na, da ist eine Seele in deinem Messer. Hast du das nicht gewusst? Nein, wessen Seele? Weißt du, vielleicht solltest du sie dort lassen, bis du das weißt. Wie ist? Ich stehle den Leuten doch nicht die Seelen. Irgendwie ist es scheiße mit dem neuen Bogen. Die fallen so schnell runter, seht ihr das? Wenn man nicht komplett aufzieht. Mensch, drei Pfeile hast du und du triffst es nicht. Atreus, wirklich, das ist seine Schuld gewesen. Aber das Messer hat ihm ja Kratos gegeben. Und Kratos hat die Messer hier gemacht. Beide. Hat er ja gesagt. Eins für seinen Sohn, eins für ihn. Und sein erstes Messer ist ja kaputt gegangen von Atreus. Was wird das? Es entspannt mich. Ich zähle, wie oft er auf dem Wasser hüpft. Willst du mal? Sieht leicht aus. Oh. Brauchst du Hilfe? Nein, ich krieg's hin. Also, einmal. Oh, lachst du mich etwa aus? Ich lach dich nicht aus, ich. Nicht? Ich lache mit dir darüber. Ach so. Na schön, gut. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Das wird schon. Wirf flacher. Es geht um den Moment, wenn du den Stein wirfst. Na gut, jetzt komm mit. Ruf den Wolf, Loki, aber lenke ihn. Okay. Let's go, weg mit dir. Wie der rennt. Du Scheiß. Mistgegner, du. Nee, das lässt du sein. Bam, Junge! Immer diese Drehkicks von ihm, gefällt mir. Was willst du machen? Ich mach das! Ich bin da! Das ist schön! Hä, wieso war da gerade ein roter Pfeil von hinten, ne? Gib doch mal Ruhe dahin jetzt. Einer nach. Guck dir das an. Ey, das ist so geil mit der Farbe. Hier
Er zählt übrigens nicht. Mein letzter Wurf. Der zählt. Da war ein Draugur im Wasser. Ausreden. Wir können es später nochmal versuchen. Wenn wir fertig sind, sollten wir unter diesen Bogen. Du hast es langsam raus. Oh, das war zu spät. Super! Ob es eine Trophäe gibt? Immer noch zu früh. Guter Wurf. Zu früh. Du hast es langsam raus. Du hast es langsam raus. Hallo. Mal abbrechen. Also wer das nicht kann, der ist auch, also, vor allem als Götterriese, also ich will nicht. So, wie kommen wir aber an die Truhe? Das interessiert mich am meisten gerade. Wohin gehen wir jetzt? Ich hab was für dich. Ein Geschenk oder so? Ist es gefährlich? Nein. Aber ich hab gar nichts für dich. Ob da noch was drin ist? Veredeltes Mineral. Ne, anscheinend ist da nichts drin. Kann ich dich mal was fragen? Natürlich. Bist du, sind wir die letzten Riesen? Quasi. Ist schwer zu erklären. Erklär es mir. Es ist viel leichter, wenn ich es dir zeige. Was ist dann mit meiner Prophezeiung? Wenn sie wahr ist, was soll ich denn tun? Spielt keine Rolle. Du kannst nichts mehr daran ändern. So sehr du dich auch sträubst, es wird geschehen, so oder so. Also hat nie jemand sein Schicksal geändert? Nie? Naja, doch, Kleinigkeiten ändern sich. Doch das Ende bleibt gleich. Nimm deinen Weg an und wehre dich nicht. Hab noch eine. Ich sag ja, mit ihr kannst du noch nicht reden. Sie hat immer Hunger. Eistler. Hier in Jötunheim gibt es eine Wölfin namens Eistler. Laut Angrboda ist sie die hungrigste des ganzen Rudels. Ja, so ist das. Jeder hat einen hungrigen Freund. Fenn hatte auch einen ordentlichen Appetit, vor allem wenn es frisches Wild gab. Nach allem, was Angrboda durchgemacht hat, kann ich verstehen, wie tröstlich es sein muss, sich um all die Tiere zu kümmern. Es ist so simpel, aber bedeutungsvoll. Ich sage ja, man kann mit ihr nicht reden. Die ist so auf ihrem, das ist die Prophezeiungstrip, Schicksalstrip und dann ist alles andere egal. Kurz mal gucken. Warte mal, das haben wir noch gar nicht gemacht. Jüte mal. Okay, hier gibt es nichts zu entdecken. Okay, gut. Hey, hey. Na gut. Was ist das? Ein Aufzug. Jötnar muss hier kurz auf uns warten. Vater Jötnar. Es geht nach oben. Sarah!
Was, die muss sogar noch betreiben, oder was? Dieses Geschenk scheint dir irgendwie Sorgen zu machen. Das heißt nur, dass wir uns dem Ende nähern. Was heißt das? Du verstehst es, wenn wir da sind. Jetzt wird es Zeit für meinen Teil der Prophezeiung. Folge mir. Kann es sein, dass sie stirbt, wenn sie ihre Prophezeiung erfüllt hat oder sowas? Oder ist sie einfach nur traurig, dass sich die Wege dann trennen? Hm. Was geht denn jetzt? Was ist das denn für Viecher? Ey, wie geil das Schlachtfeld nach dem Kampf aussieht. Mit den Farben. Ultra geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich gebe ihr fast gar keine Befehle. Die macht das alles von alleine. Warum kämpft Atreus nicht so, wenn du mit Kratos unterwegs bist? Ich bin da. Er kämpft zwar auch alleine, aber irgendwie nicht so krass aktiv und so heftig wie sie, oder? Jetzt mal ernsthaft, die geht ja mega krass ab. Das lässt du sein, du dumme Sau! Gibt's ja irgendwie noch so eine Vase oder sowas? Hm, okay. Hätte sein können. Irgendwie ist so ein passender Ort. Hier nach oben können wir aber auch später hin, wahrscheinlich. Von oben aber. Hier lang. Wir nähern uns dem Tal der Gefallenen. Was ist passiert? Sie waren es leid, in Furcht vor Asgard zu leben. Also flohen sie. Falls er je nach Jötunheim käme, sollte ein Leichenhaufen Odin täuschen. Wohin flohen sie? Du wirst schon sehen. Ist das die Aussicht, die sie versprochen hat? Ich glaube, hier wurde der König der Löwen gedreht, oder? Ja. Bevor wieder Leute schreiben, das war ein Scherz, es war ein Scherz. Ich glaube das nicht wirklich. Danke. Ich schaff das. Murmeln. Was? Hast du die schon gesehen? Nicht diese, aber ich fand ein paar in Midgard. Wo? In den Bildern deiner Mutter. Oh, aber das... Es gibt noch mehr. Was ist das? Sie selbst. Siathi.
Coulter? Hey, Vorsicht! Baura. Riesen. Die gehörten den Riesen? Das sind die Riesen. Sie hatten die Wahl. In Jötunheim bleiben und warten, dass Odin kommt und sie abschlachtet. Oder sich verstecken. Mein Vater half, ihre Seelen in sie hineinzuflüstern. Und bevor er starb, gab er sie an mich weiter. Hier drin fanden sie Frieden. Jetzt bist du für sie verantwortlich. Bist du sicher? Tja. Meine Mutter sah es. Du würdest wissen, was zu tun ist, wenn es soweit ist. Und wann ist das? Ich weiß nicht. Gehen wir zurück. Das ist eine Menge Verantwortung. Ist es. Und zwar deine. Hey, geht's dir gut? Ja. Ja, nein, ich bin fertig, schätze ich. Ich habe sie dir gegeben und meinen Teil in all dem erfüllt. Du kannst doch mit mir kommen. Gemeinsam gegen Odin kämpfen. Wenn ich an deiner Seite kämpfen sollte, würde ich nicht einfach von dem verdammten Wandbild verschwinden. Verstehe. Tja, sie sollten beisammen sein. Meinst du nicht? Gehen wir weiter. Ach so, sie will ihr eigenes Schicksal nicht akzeptieren. Ha, Der höchste Gipfel der Welten. Ich war einmal in Jötunheim. Und da mit meinem Vater. Du warst bei den Fingern des Riesen? Da ist die Asche meiner Mutter. Ist ewig her. Hey, nur wegen einem blöden Wandbild muss deine Geschichte nicht zu Ende sein. Ich weiß. Ich meine, ich habe Pläne. Es ist nur, was die Riesen betrifft, ist es vorbei. Was macht das aus mir? Eine Freundin? Da gibt's keine Antwort drauf. Ich muss sagen, ich finde sie jetzt nicht sonderlich sympathisch, ehrlich gesagt, bis jetzt, oder? Also, ich weiß nicht. Ist okay so als Figur, aber... Ja. Also bisher mit den anderen, die wir getroffen haben, kann sie nicht mitteilen. Für mich persönlich zumindest. Warte, fühlst du das? Was denn? Hilf mir mal. Wir sollten zu Jatla zurück. Irgendwas stimmt nicht. Ey, wir haben der was getan. Jatla? Angreboda, könntest du bitte... Geht es ihr gut? Sieht ihr noch nicht von da oben. Oh. Loki, was ist denn los? Ist schon gut, ich schaff das. Jetzt, was ist das denn für ein Vieh? Ach, so ein Wolf, so ein Werwolf, den haben wir aber auch bekämpft im letzten Teil. Nur weil du eine andere Farbe hast, erkenne ich dich nicht, oder was, denkst du? Ah! Mach nicht auf Wolverine. Was machst du da? Oh, die Musik, die Kampfmusik gerade, die im Hintergrund abgeht, ist so geil. Dir Atro!
Spring doch! Geh doch zurück! Wie oft soll ich noch X hämmern, Alter? Du Wurm, ey. Zur Seite. Macht der dafür Attacken, Alter? Was ist das? Hat es getroffen überhaupt? Macht ja jedes Mal die gleiche Attacke. Was ist das für ein Scheiß? Komisch. Angre Boda. Komischer Typ. Wo bist du hin? Hallo? Hier oben. Geht's Jatla gut? Ja, es ging ihr gut. Tut mir leid. Okay. Also, die Murmeln. Sind alle Überreste der Riesen? Nicht alle. Einige sind einfach. Aber wo könnten sie sein? Nicht in den neuen Welten. So viel scheint sicher. Vater! Hinter diesen Felsen liegt eine Senke. Da gehen wir hin. Wir sollten... Bedrückt dich was? Keiner hat geglaubt, dass es diesen Ort wirklich gibt. Sie werden überrascht sein. Loki, von Eisenwald darf niemand erfahren. Nicht mal dein Vater. Dieser Ort ist nur deshalb sicher, weil Odin nicht danach sucht. Meine Schutzzauber halten die Monster zurück, aber wenn Asgard käme... Verstehe. Tut mir leid. Ich werde schweigen. Von welchen Monstern redet sie? Von denen, die wir die ganze Zeit bekämpfen? Oder was? Also, es ist irgendwie ganz komisch manchmal. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ganz komisch, sie. So. Oh! Wir haben Besuch. Wie so ein Wüstenfuchs, oder wie heißen die? Tschüss. Bye, bye. Ja, schön. Hier ist noch eine. Ich hab doch getroffen! Ist denn hier manchmal los, der neue Bogen? Ja. Das ist Note, eine der Rudelältesten. Hä? Achte auf die Senke davor. Da gibt's viele Kreaturen. Früher habe ich da immer Vorräte für Farben geholt. Ja? Wir sollten sie vertreiben. Deine Malsachen sind wichtig. Nur, falls du das willst. Klar. Warum nicht, Lina? Hier geht's später dann wahrscheinlich lang, ne? Süß. Danke. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Auf der einen Seite kämpft ihr richtig krass und hat super viele süße Tiere, aber irgendwie, weiß ich nicht. Perfekt. Hey. Hey, ich, Töte Blumen? Oh, ist ein Geschenk. Danke, aber, behalt sie. Also. Oh Gott. Wir suchen Scheusalnester. Die liefern mir Vorräte, also halt die Augen offen. Freunde. F für den Bruder. Er ist gefallen. F in die Kommentare, Alter. Rest in peace. Die Ehre wurde genommen. Ne, behalt mal. Junge, Junge, Junge. Hammerhart. Guck mal, ich treffe sie eindeutig. Aber es geht irgendwie nicht. Ganz komisch. Scheißspiel. Es ist, ich sag's ja, es ist wirklich ein Scheißspiel. Muss man wirklich mal sagen. Ihr habt's ja gerade gesehen. Man schießt da drauf, weißt du. Teilweise schweben die Gegenstände in der Luft herum. Doch wirklich einfach. Ich weiß nicht. Wie kann man sich dieses Spiel reinziehen? Das ist ja wirklich fürchterlich. Es ist so dunkel hier. Lass mich mal. Okay. Scheusale, ein ganzes Nest. Sie sind hier unten überall. Wenn wir mehr Fackeln anbieten, können wir sehen, sie erledigen und mitnehmen, was ich brauche. Los geht's. Du gehst voran. Ich entzünde die Fackeln. Okay. Ich seh dich.
Wie läuft's denn so? Oh, weg, 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 weg. Jawohl. Jawohl. Schon viel besser. Und die nächste. Bitte? Sag Bescheid, wenn du noch Fackeln siehst. Ich zünde sie an, dann können wir weiter. Ja, keine Sorge, ich werde das machen. Ich glaube, es ist ein Nest in der Nähe. Ich mach schon. Ich bin da. Das ist schön. Kaputt ist? Ja, ist kaputt. Wow, Alter, wo kommt der denn angesprintet? Das sah geil aus irgendwie. So. Oh, geil. Ich glaube, wir haben jetzt Holz genug für ein weiteres Upgrade. Seht ihr das? Es ist, ich sage, ich habe es eindeutig getroffen. Das Spiel ist einfach, das ist mega schlecht programmiert. Muss man. okay, alles klar. Also hier die Ecke haben wir. Na gut. Also man ist schon doch länger unterwegs mit dem als gedacht, ne? Midgard, ist das ein Witz? Wie gesagt, ich bin von ihr nicht sonderlich begeistert. Aber das liegt auch zum einen daran, weil wie gesagt, erstmal ist sie ein bisschen undurchsichtig. Ich weiß sie noch nicht so richtig einzuschätzen. Und zum anderen, je länger wir mit ihr unterwegs sind, desto weniger sind wir mit Kratos unterwegs. Das ist für mich auch ein wichtiger Faktor gerade. Ach, kein Problem. Wir schaffen das. Mit ihr irgendwelche Früchte pflücken oder mit Kratos irgendwelche Schädel spalten? Worauf hättet ihr mehr Bock? Jetzt mal ehrlich. Könnt ihr gerne mal ehrlich antworten in den Kommentaren. Halt die Augen offen. Worauf hättet ihr mehr Bock? Ich mach das! Ich mach das! Weggetreten, wieso? Was meintest du? Ich mach das schon. Ja, dann mach doch auch. Wir sehen wieder was. Okay, es riecht muffig. Wie fauliges Wasser. Boah, eklig. Neue Wissensrolle. Rinde, Basis, bräunlich. Wistwurzel mit Flusswasser vermischen, dunkelrot. Sonnenblümchen, gelb oder mischen. Ja gut, das ist jetzt nicht so interessant. Sonst war hier nichts, oder was? Gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss vorne. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.